Tag, heute ist Mittwoch, der 9. Dezember 2015. Und wie jeden Morgen starten wir mit einem Türchen. Was habe ich gesagt? 9. Ist der Alkohol auch wieder raus. Kein Alkohol mehr drin. Ich bin nicht so ein großer Alkoholtrinker, aber edle Tropfen in Nuss finde ich ziemlich geil. Und den ein oder anderen Wein oder Schaumwein. Aber gut, jedenfalls, edle Tropfen in Nuss ist schon ganz cool. Aber der Adventskalender. Naja. Jedenfalls, edle Tropfen in Nuss. Okay. Edle Tropfen in Nuss Adventskalender. No way. Ich weiß gar nicht, wo du den Stock gestern gelassen hast. Ich hab keinen. Komm, lauf. Ich hab doch keinen. Lauf doch einfach. Du musst doch immer ohne Stock klarkommen. Kann nicht so schwer sein. Die Möwen jagen. Oder andere Hunde. Noch besser. Der Hund ist so Stöckchen fixiert. Hätte ich dir die zeigen dürfen. Ich glaube, wäre entspannter geworden. Diese ängstlichen Blicke. Ich kann überhaupt nicht entspannt heute Morgen sein. Wann infiziert? Oh Gott, mein Hund, der andere Hund. Was passiert da jetzt? Beißen die sich? Oh, ein Schwan. Schon lange nicht gesehen hier. Kaum vorstellbar, dass dieser Glibber wirklich lebt. Eigentlich immer nur aus wie so ein Schleimbatzen. Ich finde es faszinierend, dass dieser Schleimbatzen halt wirklich ein Lebewesen ist. Wo man ja nicht erkennt, dass da irgendwas ist, was lebt. Stockenten. Das sieht man auch selten. Normalerweise. Also wird wohl Winter. Im Winter sind hier mehr Enten und mehr Schwäne. Friert halt nicht so schnell zu hier vorne am Strand. Ne? Sind. Ansonsten sieht man hier eigentlich nur Möwen. Aus Krieg. Schnaps. Da, fast. Dann müsste weg. Müssen wir die reißlichen Teppich hatte jetzt wirklich ein Stück den Strand hochgehen. Weil er entweder Angst hatte, dass mein Hund die Teppichratte frisst oder dass die Teppichratte sich in Cookie verbeißt. All we love, we leave behind. Der Hund von eben wieder. Wir haben es dann zu früh abgemacht, nur ist er ausgebüxt. Dann haben sie rumgeschrien. Das ist zurückkommen soll. Und er kam auch deswegen recht knurrig erstmal an. Aber sobald er bei Cookie dran war, war alles gut. Und ja, das ist das Problem bei den Bissi. Wir haben den Hund immer alleine, besonders wenn andere Hunde kommen. Und dann fühlen die sich halt stark und machen Terror. Und deswegen denken die Besitzer dann, dass der mit anderen Hunden nicht kann. Sobald er aber ohne Leine läuft, sind die meist ganz friedlich und tun den anderen Hunden gar nichts. Und schnuppern, so wie eben halt auch, ne? Naja, statt sich dann mal zu bewegen und den Hund zu holen, nee, schreien sie weiter wie die Verrückten nach hinten. Ganz viel Pustik. Sieht aus wie
viel Plastikmüll kommt der Nordsee hier irgendwie nicht an. Jetzt nicht am Strand von uns und so. Ist mir noch nie so aufgefallen. Also sind wir da jetzt lag, war schon relativ viel, würde ich sagen. Aber wenn man sich so vorstellt und wenn man so auf Bildern sieht, was in anderen Meeren und vor allem im Ozean dann so los ist, nicht schön. Und Daily Gary V. Yes. Mag ich, sehr cool. Und Erbsensuppe, yeah. Die letzte Tasse, dann ist sie leer. Und später koche ich Kartoffelsuppe. Also, manchmal fehlen mir echt die Worte. Ich war gerade mit dem Hund draußen und komme wieder und sehe, wie jemand hier bei uns auf dem Parkplatz drauf fährt. Ein Auto, was ich nicht kannte, was vorkommt. Und dann komme ich um die Ecke, das ist irgendwie so ein großer Van gewesen. Oder so ein Möchtegern-Jeep, so ein SUV. Jedenfalls steht die mit der Kiste mitten auf dem Parkplatz. Und zwar wirklich mitten drauf, sodass sie 5 Parkplätze blockiert hat. 5 Parkplätze blockiert, das muss man erstmal schaffen. Und sie steigt aus und bleibt stehen. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe wirklich nichts gesagt. Ich wollte ganz ruhig bleiben und bin auch ganz ruhig geblieben. Jedenfalls stieg sie aus und sagte sofort, ich bin sofort wieder weg. Ich sage, sie stehen mitten auf dem Parkplatz. Ja, ich will nur was abholen, ich bin sofort wieder weg. Ich sage, sie blockieren 5 Parkplätze. Sie stehen mitten auf dem Parkplatz. Ich bin ja sofort wieder weg. Dann unten rein und ich gehe hoch, weil mir das echt zu blöd war. Und das Schärfste, dann sagt sie noch, vielen Dank, dass Sie es gesehen haben. Was? Ich meine, hä? Die wollt mich doch verarschen, oder was? Vielen Dank, dass Sie es gesehen haben. Okay, es ist kurz nach 8 oder so. Ich glaube, heute passiert nichts mehr. Und bevor ich wieder irgendwie auf der Couch einschlafe, werde ich jetzt noch ein bisschen Papierkram erledigen und dann das Video schneiden. Umso schneller ich fertig bin, umso besser. Morgen will ich früh aufstehen, laufen gehen und dann mal schauen, was der Tag so bringt. Ich habe euch gewarnt, meine Urlaubswoche wird sehr langweilig für euch, aber ja, kann ich nicht ändern. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Wenn du den Stock einbuddeln willst, ne, musst du irgendwann die Knochen wieder zumachen. Nicht einfach immer tiefer graben.